Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Vampire. Und ich bin eher überrascht. Wir sind. Wir sind am Anfang wieder, ne? Das meine ich mit diesem scheiß Speichern. Das heißt, den Kampf, den wir oben gehabt haben, entweder müssen wir den nochmal wiederholen oder keine Ahnung. Wir haben. Also der Stand vom Spiel ist, als ob wir oben gewesen sind schon. Aber wir sind an dieser Stelle hier und ich glaube, warte mal, wo ist es denn? Wir müssen nach oben, ne? Ja, in den Keller kommen wir auch, da will ich aber noch nicht rein. Das ist total blöd, also ich finde es ziemlich blöd. Was? Ja, aber ich muss ja was finden. Oh. Balls of Mars. Fortifiers. Natrium irgendwas. As popular as they are, ineffective. Ich glaube, wenn But wir zur they do oh. contain iron tartrate and that might prove itself useful. Hier ist noch was zu lesen? Nein, doch nicht. Ich glaube, wenn wir zur Apotheke gehen, bekommen wir auf der Straße wieder genug Blut. Aber es ist halt blöd, ne? Ich hätte den Typen vielleicht doch nicht aussaugen sollen, sondern erst zur Apotheke gehen. Und dann, oh Moment, hier muss es doch irgendwo, muss ich dafür noch eine Etage höher? Ne, da steht ein Pfeil nach unten. Oder? Das Blöde ist, ich weiß es nicht. 49 Meter, oder ist es draußen? Ist doch nicht draußen. Oder, kann auch sein, dass es da unten ist. Hier ist was. Finde Natrium irgendwas. Hinter uns. Und da unten ist auch noch was. Irgendwie hinter uns. Vielleicht da irgendwo da hinten in der Ecke? Nee. Vielleicht in diesem Raum? Ne, aber da ist ein Pfeil nach unten. Ich gehe mal davon aus, dass wir wieder nach unten müssen. Dass ich da irgendwas übersehen habe. Dann machen wir es mal ein bisschen schneller. Ich vergesse, dass ich ja rennen kann. Oder wir müssen noch weiter runter. Sieht so aus, als ob wir noch weiter runter müssen. Weil hier ist ja nichts. Ja, wir müssen jetzt mal gucken. Obwohl, ganz nach oben geht es auch noch. Ich gehe jetzt erstmal ganz nach oben. Weil da unten ist... Ich komme da eh nicht klar, wenn ich ehrlich bin. Weil, guck mal, ich habe kaum Leben. Ich habe kaum Blut, womit ich mich heilen kann. Okay, geht's hier weiter? Nein. Blutprobe. Naja, immerhin haben wir eine Blutprobe gefunden, ne? So, also müssen wir doch nach unten. Das ist das letzte, da unten gibt. Ich habe bestimmt hier auch Räume vergessen. Egal. So. Also wenn wir jetzt kämpfen müssen, ist das Problem, dass ich nicht überlebe. Da sind zwei. Hier ist auch noch etwas, einer. Und die können alle nur am besten mit Blut oder irgendwie irgendwas getötet werden. Aber wir versuchen unser Glück. Das Blöde sind die Waffen halt, ne? Die Waffe. These scouts feed from corpses and the husks of animals. Ah, ich komme hier nicht weg. Ich will den zweiten. Ah, ich will den zweiten nicht haben. Ich komme hier nicht mehr raus. Ah, toll. Er tötet mich bestimmt. Ja, ich bin jetzt tot. Toll. Ja, ich bin tot. Ach, das ist so blöd, dass man sich von denen auch nicht ernähren kann irgendwie. Ah, das ärgert mich. Hier? Das heißt, ich komme ohne Kampf jetzt nicht wieder raus? Doch. Aber okay. Das ist okay. Das geht. Wisst ihr was? Was soll man machen? Ich würde gerne eintriggern. Platt machen. Oder ich schaffe mir neue Fähigkeiten an. Die aber auch nichts bringen ohne Blut. Und die kann man nicht trinken. Wir triggern den ein. Haben jetzt alles.
Egal, egal. Komm hier. Oh, vielleicht sollte ich wieder... Wisst ihr was? Wir gucken mal. Kann man jetzt hier im Kampf wieder raus? Nein, im Kampf geht's nicht. Ich mache jedes Mal den gleichen Fehler. Ach komm. Wenn er mich beißt, hat er wieder volles Blut. Er ist tot. So ein Kack. Ah, es regeneriert sich. Kann ich die 1? Ja, ich könnte jetzt die 1. Ja, geht. Klappt. Aber dann haben wir kein Blut mehr. Gar kein Blut mehr. Okay, bis hierher ist schon mal okay. Kann ich jetzt wieder raus? Das ist blöd. Ach, Mann. Wer weiß, gegen was ich da unten kämpfen muss. Egal. So. Da war noch einer. Warum gucke ich nicht einfach? Der ist da drin. Da ist noch einer. Stufe 6, Stufe 5. Okay. Super. Patrone. Ja, kann ich nicht so mit anfangen. Vielleicht wechsle ich mal ganz schnell meine Waffe. Ganz schnell. Und zwar... Warte mal, wie viel? 65 Schaden. 65 Schaden. 45. Also ich könnte jetzt diesen Knüppel nehmen. Ich nehme die Säge. Okay. Mit zwei Hand könnten wir dann versuchen, eine der Waffen zu nehmen. Die schockt. Ah. Wir machen jetzt mal die. Ich glaube, jetzt die könnten wir nehmen, wenn wir schocken wollen halt, ne? Na, wie sieht das aus? Wir haben den Flock. Ich will aber die Waffe. Ich will die Waffe. Warte mal. Ah, das muss heute hier. So. Aha. G für die Waffe. Oh, oh. Toll, Munition. So, da sind noch welche drin. Da sehe ich keinen. Wir müssen die zwei jetzt irgendwie... Wo ist denn der? Ich hab den noch gerade gesehen. Wo? Da ist noch einer. Warum sind hier so viele? 49 Meter. Ich muss da hin. Aber ich will eigentlich noch in die anderen Räume. Außerdem kriege ich Erfahrungspunkte, wenn ich die töte. Jetzt kommt der. Oh, das geht besser, das geht besser. Oh, das geht viel besser. Sehr schön. Wie viel Munition habe ich eigentlich noch? Da ist noch einer drin, ich weiß das. Irgendwo hier. Keine Ausdauer mehr. Oh, den haben wir auch. Oh, das läuft doch schon ein bisschen besser. Das ist die Zweihandwaffe, die halt eben... Ne? Das ist einfach die Zweihandwaffe. Die ist zu langsam, deswegen... So, dann haben wir noch einen im Flur, glaube ich. Hier ist soweit nichts. Denn du kannst nicht so schnell hier reinlaufen. Oh, was ist das? Warum? Warum hat man diesen Menschen nicht entfernt? Samuel Connor. Wahrscheinliche Todesursache: schnell fortschreitende Pneumonie aufgrund virusindizierter Lungenverdichtung. Spanische Grippe. Gutachter Dr. Tippetts, Schwester Gwyneth. Aha. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Ah, okay, das ist also wieder... It's locked, all right. It's locked. Ammutationsmittel. Noch eine Nahkampfwaffe. Zeig mal.
Auf 45. Ausdauer verbraucht weniger Ausdauer, aber ist auch weniger Schaden. Ich komme gerade mal so super klar damit eigentlich. Hier ist alles locked. Also da kamen wir her. Glasfiole. Wir brauchen immer noch ein Teil. Hallo? Hallo? Ich brülle da rein. Hallo? Oh, genau auf ihn drauf. Oh, ich kann mehrmals schießen. Cool, aber jetzt habe ich, glaube ich, keine Kugeln mehr. Okay. Da müsste das begehrte letzte Teil sein. Ich habe keine Kugeln mehr, ne? Manchmal sieht man die und manchmal nicht. Okay. Nein! Ich habe doch keine... Ich habe keine Kugeln und nichts. Das bringt nichts. Oh, weg! Weg! Nein, ich will ihn nicht anvisieren jetzt. Die Knarre funktioniert nicht. Ich habe nämlich keine... Ja, der macht uns jetzt platt. Wo ist er? Doch, ich kann mich ein bisschen heilen. Oh nein. Oh, was macht der denn mit einem? Ja, egal, der tötet uns jetzt. Halten wir es noch irgendwie durch. Was? Ich hab's geschafft, oh mein Gott. These can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. Ja, das denke ich, sag ich auch. To drink blood is so tempting. Oh mein Gott. Warte, irgendwie kann ich das Blut untersuchen. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Ist hier noch was? Aber nicht, dass der... Dass der irgendwie... Ich will hier einfach nur noch raus. Ach so, muss ich von unten. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Ich will nicht gegen noch mehr kämpfen müssen. Eigentlich zurück zum Hospital, zum Unterschlupf. Kann man hier irgendwo raus? Da ist noch was. Ich habe einiges am Blut zu untersuchen, glaube ich. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Raus kommen wir hier nicht. Oh, das war wieder so ein Endgegner-Dingen, ey. Ist total krass. Puh. Ich gehe jetzt auch wieder zurück. Man kann ja zur Not irgendwie nochmal hierher, aber ich will jetzt, wo muss ich eigentlich lang? Hier. Na, da geht's, ne, gar nicht, da geht's gar nicht lang. Oder? Ne. Gut, komm, du, nein! An den renne ich jetzt vorbei. Ich bin nicht in der Lage zu kämpfen. Oh nein, die sind alle wieder da. Jetzt komme ich hier raus, aber ich laufe. Renn, woher komme ich denn? Wo muss ich hin? Wo komme ich? Kam ich her? Schon wieder? Nein, 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 nein. Die sind wieder gespawnt oder was? Ich weiß es doch nicht. Nein, hier bin ich falsch. Ich muss hier raus. Aber ich komme nicht raus. Zwei, das schaffe ich niemals gegen zwei. Ja. Das schaffe ich nicht. Ich wusste es. Auch ein Vampir kann sterben. Auch wenn er wieder aufersteht. Ja, weiß ich. Okay, jetzt dürften wir aber wieder voll sein. Was? Aber die Frage ist, wo hat es gespeichert?
Sorry, ich musste wieder niesen. Das kommt halt eben vor. So, ich will jetzt hier einfach nur raus. Und ich weiß nicht, wo wir hier rauskommen. Da? Ja, Gott sei Dank. Okay, einige blinde Skulls und Prediger werden dein Anwesen spüren, während du diese Fähigkeit verwendest. Welche Fähigkeit? So, jetzt haben wir ein bisschen was an... Oh, hier war was. Haben wir das uns schon angeschaut? Ah, okay. Könnt ihr euch durchlesen? Ich will jetzt weiterkommen. Wo komme ich jetzt zum Krankenhaus? So, was ist denn hier? Unterschlupf. Ja, genau, da will ich hin. Da muss ich hin. Also ich muss jetzt hier raus, links und hier rein. Aber hier ist noch was. Ich stelle eine Behandlung gegen Erschöpfen. Ich kann jetzt nicht. Ich muss zum Unterschlupf. Auch wenn das hier nicht weit ist, glaube ich. Ja, ich muss zum Unterschlupf. Tut mir leid, Leute, aber ich muss. Zumindest haben wir wieder etwas Blut. Boah, ich habe Orientierung gleich 0,0. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Warte mal, haben wir nicht irgendwas rausbekommen über ihn? Good evening. I'm Dr. Reed. Oh, den kennen wir noch gar nicht. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Jadhana. Now, I'm just Mr. Jadhana. Pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Ach, mit dem können wir wieder handeln. Ja, gucken wir mal eben. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Opium. Sollen wir mal ein bisschen was davon kaufen, damit wir die Leute... Ach so. Zumindest eins von jedem. Aber ich habe ja nichts zu verkaufen. Nee, ich kann auch nicht wechseln. Okay, jetzt können wir reden. Good evening, Dr. Reed. Den haben wir noch gar nicht gefunden gehabt, ne? Gucken wir mal eben. Level 4. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. So weiter. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Weiter. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Okay.
Dafür brauchen wir Hinweise. Aber das ist, ja, das war jetzt hier, ne? Jetzt kommen persönliche Fragen. A pawnbroker. I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Okay, nicht, dass wir irgendwie verdorbenes Fleisch, verdorbenes Zeug gerade gekauft haben. Egal. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. So you're ready to die? No. I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Ja, das mit der Familie, ne? Dass man die hinterlässt und ja, das stimmt. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is, we'll all die before losing our humanity, sir. Was für ein trostloses Goodbye, Mr. Chidana. Gespräch irgendwie, ganz komisch. Gut. Eigentlich müssen. Nee, ich will. Hä? So. I'm sorry you ended up. I cannot enter. Wir können da nicht rein. Ich will aber ins Hospital. Ist es hier? Ja. Ja. Oh, ich sehe. Ätzend. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen muss. Und vor allen Dingen. 7, 6, die ist über uns. Oh. Nee, hier ist falsch. So. Wir müssen irgendwie nach oben kommen. Ich habe total den Überblick verloren. Ich weiß nicht, wo man wie hierher kommt. Und hinkommt. So. Die Treppe. Ich muss in unser Unterschlupf. So, das war auf jeden Fall irgendwo hier. Ob ich es nochmal irgendwann lerne? Ich weiß es nicht. Oh, guck mal, wir haben unser Schild vergessen. Naja, habe ich doch schon. Ich will da einfach nur rein. So, wir haben wieder Blutproben, aber als erstes machen wir das. Wir haben so viele Punkte jetzt. Irgendwas müssen die ja nütze sein. Oh, Wissenschaft. Du kannst jetzt 3 Sera mit dir tragen. Erhöht die Anzahl der Kugeln, die du tragen kannst. Ach, es ist schwierig. Was soll ich tun? Ich will ja auch noch hier irgendwas. Taktisch. Pro Sekunde Ausdauer. Verbraucht Ausdauer 5. Umschalter. Du verbrauchst Ausdauer, um in den Schatten zu verschwinden. Für die meisten Feinde unsichtbar zu werden. Diesen zu bewegen verbraucht mehr Ausdauer. Verlässt die Schatten, sobald du angreifst oder ausweist. Okay, unsichtbar klingt sehr gut. Du führst eine übernatürliche Bewegung in Richtung deines Ziels aus und verursachst Schaden bei der Landung. Beides sehr coole Sachen. Unsichtbare Barriere. Wehrlos. Ich glaube, ich nehme den Schatten. 500 nur. Aber wie schaltet man das um? Egal, ich mache das jetzt. Okay, das haben wir.
Was ist jetzt hier? Die Abklingzeit dauert nicht so lange. Nee, lassen wir es mal. Okay, wir könnten hier Blutspeer 190, 220 Schaden, 190, 250 Schaden, der Schattennebel. Mal den mal nehmen. Ja, komm. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir das. Aber ich möchte, ja, der Biss. So, Blut. Nee, wir brauchen Gesundheit und Durchhaltevermögen. Machen wir jetzt beides. Das machen wir jetzt beides. So, einmal. Weil ihr seht, wie schnell ich platt bin, ne? Und so weiter und so fort. Gut, das hätten wir. Wir haben jetzt nur noch 65 Punkte. Haben wir die jetzt angenommen? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich kann ja auch nicht kämpfen. Haben wir alle aufgefüllt? Sehr schön. So. Hier müssen wir irgendwas machen. Irgendwas untersuchen. Analysieren. Analysieren. Okay. Wir haben... Oh, das könnten wir. Heilt Erschöpfung. Oh, wow, wow, da fehlt uns was. Glaube ich. Ich glaube, das können wir machen. Einen Krankenbürger im Gespräch zu heilen. Ja, guck mal. Erkältung. Sollen wir das mal herstellen? Was ist damit? Blutarmut, Blutvergiftung. Das andere haben wir alle nicht. Achso, das steht dran, wenn wir. Das können wir nicht mehr. Okay, okay. Was ist das? Rezept unbehandelt gegen Kopfschmerzen. Wie sieht es jetzt? Wir haben im Moment die. Ne, den haben wir, ne? Da brauchen wir immer noch Teil eines gewöhnlichen Abzugs. Ich verstehe das nicht. Warum können wir das nicht aufwerten? Das. Egal. Können wir. Ja, den Flock nicht. Was haben wir im Moment? Die hier, ne? Können wir die aufwerten? Die können wir aufwerten. So, was denn? Was denn? 10% an Schaden. Wenn die Waffe trifft, nimmt Blut. Blutpunkte auf. Ja. Danke. Kann man das auch noch? Oh, kann ich beides? Sehr schön. Stufe 3 brauchen wir Teile eines gewöhnlichen Griffs. Sehr schön. Mit einer Säge können wir uns jetzt richtig gut verteidigen. So, das haben wir. Nachtschicht. Bring die Medizin zu Dorothy Crane im Patientenzimmer. Ja. Was? Ich habe meine Punkte nicht verteilt. Warum? Aber wenn man blind spielt, das vorher nicht einmal gespielt, so was habe ich jetzt genommen? Ich habe das hier genommen. Das weiß ich. Dann habe ich... Habe ich hiervon was? Blutbarriere? Nein. Nein. Was habe ich jetzt? Ich habe den Nebel genommen. Das weiß ich auch. Ich habe die beiden Sachen, ne? Die habe ich genommen. So, aber irgendwie habe ich noch 165 Punkte. Wieso? Wieso? Ultimativ ist noch verschlossen. Wut? Abgrund? Was ist das? Was ist das? Sprung? Na, da haben wir keine Punkte für mehr. Wieso? Ich hatte vorhin 105. Ach so, ich habe jetzt neue Punkte bekommen. Gut, bestätigen, damit es diesmal bleibt. Für die, für das Blutuntersuchen. So. Jeder Nacht beeinflussen deine Taten und deren Konsequenzen den Gesundheitszustand der Bezirke. Er kann sich auch dadurch verschlechtern, dass sich Krankheiten unter den Bürgern ausbreiten. Okay. Stabil.
Okay, wir haben ja einen schon getötet. Versinkt der Bezirk im Chaos über das Schicksal des Bezirks. Okay. Wir haben den Typen getötet, ne? Eieieiei. Deine Taten haben die Wirtschaft Details. Die könnten sich geändert haben. Okay. Okay. Krass. Krasse Sache. Zur Apotheke müssen wir auch noch. Aber wir haben... Krass, es hat sich jetzt schon sofort direkt nach der Nacht was geändert. Obwohl, wow, krasse Sache. Okay, ich würde sagen, dass wir hier auch die Folge beenden. Und beim nächsten Mal müssen wir gucken, bringen wir zuerst die Medizin zur Dorothy? Oder, ja, ich glaube, wir bringen demnächst die Medizin zu Dorothy und dann gucken wir, dass wir zur Apotheke kommen. Und wow. Wir haben auch Heilmittel schon herstellen können. Krass. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Also danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.